Ich begrüße euch zurück hier bei Assassin's Creed, hier kurz vor Westminster, denn da vorne liegt es mit dem wunderschönen Stadtpark. Und genau Westminster ist es, was wir jetzt von Sterics Einfluss befreien wollen. Ihr seht, hier ragt noch der rote Bereich heraus. Oh Mann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Eine Menge, aber wir werden auch diesen Bereich natürlich befreien. Und springen erstmal runter hier vom Nelson-Denkmal. Ich war so frei, mir die... Ach, die Musik ist so schön. Extra hier diese fröhliche Musik, weil hier dieser riesige Platz ist. Ja, ich war so frei, die Schnellreise nach hier schon mal durchzuführen. Ich denke mal, das ist auch in eurem Interesse, dass ihr da dann auf die Ladezeit verzichten durftet. Goldsmith and Silversmith. Gold- und Silberschmied. Ah ja. Sicherlich nicht gerade der ärmste Beruf hier zu dieser Zeit. Westminster, 27% erobert. Das dauert noch ein bisschen. So. Alles klar. Oh, was haben wir denn hier? Ein Briefchen? Ein Briefsymbol? Was ist das denn? Lesen. Erinnerungsgegenstand. 1 von 12. Ah, deshalb wird im Zug auch immer gesagt, da ist ein Brief für Jacob. Ich verstehe schon. Werden wir uns das später auch mal ansehen. Ach Gott. Ist das nicht eine tolle Welt, in der wir leben? Und genau deshalb sollten wir jede Sekunde genießen, die uns gegeben wird. Oh Mann. Ach Gott, seht euch das mal an da vorne. Was haben die denn an? Diese typisch klassisch englischen Kleider. Was ich recht schade finde, ist, dass man hier anders als bei Assassin's Creed 2, das fällt mir spontan ein, dass es da möglich war, nicht während ein Eintrag in die Datenbank gemacht wird, nicht einfach währenddessen auf diesen zugreifen kann. Das ist recht schade. Ach Gott, das Pavillon. Und hier ist ein Erinnerungsgegenstand. Oh, sehr schön. Königliche Korrespondenz. 2 von 12. Und hier haben wir auch eine Band. Also ich muss sagen, von der Atmosphäre her bis jetzt auf jeden Fall hier das Highlight schlechthin. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, der mir wirklich hier an der Stelle die Sprache verschlägt. Auch wenn da vorne vermutlich gleich Blut fließen wird. Okay, ich würde sagen, es geht los. Denn so schön hier auch alles sein mag, haben wir immer noch ein Ziel und das heißt Sterick. Ah.
So weit, so gut. Er kann besser geeignet sein als Miss Beatrice Gribble. Wer? Ich habe gutes Blut in meinen Adern. Eine königlich Spaß. Okay, Moment. Moment, Moment. Das war nicht so gut. Oh, jetzt stand die daneben. Darf doch nicht wahr sein. Du bist so eine blöde Kuh. So, es hätte funktioniert, wenn die nicht daneben gestanden hätte. Nee. Nee. Nee, hat die uns gerade echt mit einem Messerstich in den Kopf getötet? Oh Mann. Sagen wir mal, das ist nie passiert. Habt ihr das gesehen, wie ärgerlich? Die ist genau weggelaufen, als ich die Bombe geworfen habe. Dabei war der Plan so genial, sie mit der Pistole fast zu töten und damit der Bombe den Rest zu geben. Ah, Mann. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, das gleiche nochmal vermutlich. Ich meine natürlich, das war Absicht. Ich warne dich. Lass die Frau in Ruhe. So, 15 von 20. Ja. Das gleiche nochmal, würde ich sagen. Die grundsätzliche Idee war ja richtig. Es hat ja gut funktioniert, nur es ist dann daran gescheitert, dass ich einen Messerstich in den Kopf bekommen habe. Ich werde sie in Stücke reißen. Und dann werden wir sehen, wer es wert ist, die Queen. Ich setz dich auf! Er versucht zu fliehen! Hier ist er! Du kämpfst wie ein Kind! Danke! So. Komm, Großer. Schnell nachladen. Nein! Ein Schuss zu viel. Es darf doch nicht wahr sein. Oh Mann, es darf nicht wahr sein. Mann. Mann, Mann, Mann. Das wär's gewesen. Nicht tragen, nicht tragen, plündern. Nicht tragen, plündern. Plündern. Oh Mann, schade, schade.
so. Komm ich da nicht rüber mit dem Haken? Weiß ich nicht. Oh, schönes Standbild. Jo, damit ist der Parkbezirk wohl schon mal befreit. Oh Mann, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Mann, Mann, Mann. Alles rot? Okay, das ist sehr gruselig. Ein Fähigkeitspunkt. Nee, das war falsch. Mann, Mann, Mann. Na gut, da würde ich sagen, einmal quer durch den Park und dann haben wir jetzt zumindest hier den Bereich schon mal befreit. Ich habe auf jeden Fall die Karte noch nicht gekauft. Das sieht man daran, dass hier so wenig Kisten dargestellt werden. Wir haben eine neue Farbe freigeschaltet. Oh. Mitternachtsblau. Warmes Grau und Terrakotta. Ja, ist nicht so mein Fall, aber nehmen wir mal. Ich habe ja lieber das Assassin Weiß, aber das haben wir noch nicht. Da gibt es höchstens Grau und das dauert noch ein bisschen. Naja, naja. Dann gehen wir mal weiter hier durch den idyllischen Nationalpark oder Stadtpark. Sicherlich Nationalpark, oder? Nein, Spaß. Gibt ganz verrückte... Ach Gott, wie süß eine Katze, die ein bisschen in der Luft schwebt, aber trotzdem süß aussieht. Die Ansprüche an Nationalparks und an Naturschutzgebiete sind sehr interessant, wer sich dafür interessiert. Apropos, wer sich dafür interessiert. Ich interessiere mich ganz kurz für unsere Gürtel. Level 8, schade. Level 8, Level 8, Level 8, was sagen die Fähigkeiten? 3. Wir brauchen 6. Das dauert also noch ein bisschen, aber hier haben wir einen Animus-Glitch. Natürlich da ganz oben. So. Aber das hat in Unity auch gefehlt, oder? Zumindest so ein ganz, ganz kleiner Stadtpark. So. Naja. Dafür haben wir ihn hier. Hey, warte mal. Dankeschön. Es lohnt sich halt wirklich allein für die Munition, die wir auf lange Sicht wirklich brauchen. Ich habe nichts getan, Officer. Den Boten heimlich töten, das bekomme ich eh nicht hin. Und warum haben wir hier ein Sperrgebiet? Ist das der Buckingham Palace oder was? Ist das der Buckingham Palace? Ist das hier das Haus der Queen? Wow, sind das da die Wächter der Queen, so wäre die Frage. Vermutlich, oder? Buckingham Palace? Westminster? Da schaue ich aber mal eben. Datenbank, Enzyklopädie, Orte, Westminster, Buckingham Palace. Ach du Schande. Ob es so schlau ist, hier in der Residenz der Königin Victoria zu sein, daran wage ich zu zweifeln. Vor allen Dingen, wenn man unserem zweifelhaften Beruf nachgeht. Meuchelmörder bleibt Meuchelmörder. So. Boah, Leute, Leute. Wunderschön. Willkommen hier beim Buckingham Palace. Wahnsinn. Was haben wir hier? Kopfgeldjagd. Ach Gott, die mit ihren ekelhaften Mützen. Total widerlich. War ich nicht? Ja, schnell nach oben. Das war ich nicht. Es tut mir leid, Leute. Das sollten wir eigentlich nicht machen, aber...
Es war jetzt nur Interesse halber. Ich dachte schon, der kontert mich jetzt aus und erledigt mich mit einem Schlag. Man weiß ja nie. Aber dem war nicht so. Erinnert mich sehr an das... Oh! Ich denke mal, im späteren Spielverlauf wird hier noch eine Art Fest stattfinden. Königliche Korrespondenz, 3 von 12. Okay. Echt beeindruckend. Ob wir noch auf Königin Queen Victoria stoßen werden? Ich meine, nicht umsonst heißt das hier alles viktorianisches Zeitalter. Ich freue mich drauf. Oh Mann. Aber okay, erstmal wollen wir Westminster befreien. Ich denke mal, dann haben wir auch mehr Gründe, mit ihr zu sprechen. Schon wieder ein Stadtpark. Ich rede nicht. Was bringst du? Du frecher Hund! So, 16 von 20. Na gut, schwärmt aus. Müssen den perfekten Platz für unsere Festung finden. Verjagt jeden, der versucht, euch auszufragen oder vom Grundstück zu vertreiben. Braucht ihr Hilfe? Ruft nach mir! Es ist unsere Aufgabe, Präsenz in Green Park zu zeigen. Eine Festung so nah am Buckingham Palace würde bedeuten, dass wir uns um Geld nie wieder sorgen müssen. Genau, Geldprobleme, liebe Templer. Wie gehen wir da am besten rein? Er flieht, er flieht, er flieht. Schön stehen bleiben, Freundchen. Hoch die Knie, Kumpel. Er kommt nicht in einem Stück auf. Oh nein, du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Lauf, 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 lauf. Komm, Jacob. Zieh, 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 zieh. So. Was? Komm her. Zieh Leine. Ich bring dich um, klar. Komm hier nicht in die Quere. Klappe jetzt. Ganz ruhig, Bunbury. Wenn das dein echter Name ist. Du hältst mich nicht auf. Keiner hält mich auf. Ich abwarten. Ich für die Blight, das unter dem Befehl von Bludger persönlich im Besitz. Und darum werde ich beenden, was ich angefangen habe. Holt mich hier raus. Hilfe. Ich werde entführt. Autsch. Oh Gott, uah. Uah. Oh Mann. Oh Mann, durch Westminster. So, das haben wir gut gelöst, oder? Schön während der Fahrt aufs Dach geklettert. Perfekt. Das war sehr knapp. Wirklich gute Arbeit. Danke. Ja, man tut, was man kann. Boah. Sehr großes Gebiet, das wir hier geschafft haben. Meine Herren. Aber Westminster ist doch groß.
Und wir könnten mal einen Händler gut gebrauchen. So. Okay. Vor euch wundert, ich habe gerade mein Schreibtischlämpchen angemacht. So. Weiter, Mädchen. Auf geht's in Richtung Aussichtspunkt bzw. Südwestminster. Entschuldigung. Gut so, Mädchen. Und eine scharfe Rechtskurve. Da haben wir wieder den Buckingham Palace. Mach langsam. Und hier haben wir einen Händler. Hallo, hallo. Nee, Schatzkarten. Truhen, Themse, Westminster. Na gut, kaufe die von der Themse. Ja, ich habe im letzten Mal viel zu viele Gang-Upgrades gekauft, deshalb ist das. Aber okay. Sei es drum, ab zurück auf die Kutsche und weiter geht's. Den Brief holen wir uns später, oder? Ich würde dich schon gerne jetzt holen. Die Frage ist nur, inwiefern uns hier Wachen sehen können. Das sollte funktionieren. So. Tun wir mal so, als wäre das nie passiert. Ich kann ihn kaum verfehlen. Es lohnt sich halt wirklich allein für die Kugeln. Die brauchen wir auf lange Sicht. So. Okay, die Frage ist, was haben wir hier? Es könnte theoretisch sogar schon unser erstes Zielgebiet sein. Das heißt einmal rüber über den Zaun, oder eher gesagt auf den Zaun, auf den Zaun. Ein neues Gebäude, was ist das denn für eins? Wie gesagt, das ist recht schade, dass man nicht direkt auf die Gebäude zugreifen kann. Gebäude der Royal Security. Gebäude der Royal Security. Die königliche Sicherheit. Na, da wurde mich das Sperrgebiet aber gar nicht. Zugsafe ist fast voll. Ich glaube, Erde ist voll, oder? Ach, ihr Übertreiber. Ihr Übertreiber. Ihr Übertreiber. Einer muss sich um ihn kümmern. Willkommen in der Freiheit. So.
Wir können alle so froh sein, Leute, dass wir nicht in diese ganzen Kinder hier arbeiten müssen. Wisst ihr noch, was aus dem letzten faulen Mädchen geworden ist? Boah. Oh nein. Komm, Freundchen. Willkommen in der Freiheit. Hier oben ist alles sauber. Das heißt, wir nehmen uns hier erstmal die Truhe mit. Nicht springen! Nicht springen, Freundchen! Bleib ruhig hier! So. Wow. Das sieht alles so selbstmörderisch aus. Ganz ruhig. Ich will euch helfen. Hat Clara sie geschickt, Mister? Ist sie nicht wunder? Ja, sie ist sehr freundlich. Mann, das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Handschuhvorlage, legendäre Assassine. Dankeschön. Es wird. Bettgenossen, seltsame und andere, bitte was? Was für ein Missionstitel? Oh, ist es das, was ich denke, was es ist? Lila Graves. Reißt die verfluchten Fry-Zwillinge in zwei und bringt mir die Stücke. Ich bin einfach losgesprintet, Leute. Ja, das war die Anführerin von Westminster. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich bin einfach losgesprintet, während die Videosequenz sozusagen noch lief. Oh Mann. Der muckt so schnell nicht wieder auf. Das glaube ich auch. Oh Mann, das war gar nicht geplant. Ja, wir haben einen Plan für einen Handschuh bekommen. Ich denke mal, dass wir den nicht herstellen können. Zehntausend dauert noch ein bisschen. Oh Mann. Das war jetzt eiskalt. Habt ihr das gesehen? Losgesprintet, während die Kamera noch hing und dann... Oh Mann. Echt nicht geplant. Das war wirklich nicht geplant. Hab ich dir nicht gesagt, dass du nicht mehr herkommen sollst? Oh Mann.
Wurfmesser, Bolzen ist voll. Das darf ja nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Vor allem, wenn man gar nicht damit rechnet, ist das sehr, sehr, ja, erschreckend, wenn man da so reinstirbt und die mal eben erledigt. Okay. Gut, ist natürlich im Nachhinein zu so einem Vorteil. Okay, also einmal auf die Kirsche und dann via Todessprung runter, dann haben wir auch direkt... Nein! Uah. Nix da. Ach so. Trotzdem möchte ich einmal ganz oben drauf. So. Ah, da hätte ich ja im Leben nicht mit gerechnet, wenn ich das mal kurz betonen darf. So. Okay, hier haben wir auf jeden Fall die nächste Herausforderung. Ah ne, eine Wagenentführung. Das wollen wir nicht, da müssen wir dahin. So. Ja, und Westminster ist definitiv die reiche Gegend Londons. Seht euch das mal an hier. Der genaue Gegenteil von dem, was wir hinten auf der anderen Seite der Themse gesehen haben. Ich will sie umbringen. Sie alle umbringen. Wallace Bone. Die Ratten, die unsere Straßen verpesten, verdienen den Tod. Es ist an mir, die Reinheit dieser Stadt wiederherzustellen. Nur der Templerorden kann diese Stadt wieder zu ihrem unbefleckten Ruhm. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, da konnte ich nicht widerstehen. Wenn der da rumläuft und sagt, er will sie alle töten, dann mache ich kurz einen Prozess mit dem. Tut mir leid. Pegasus? Wer ist denn bitte Pegasus? Ich frage gar nicht erst. Oh Mann, nächster Bezirk. Befreit, würde ich mal sagen. Wie gesagt, da war jetzt... Also, wenn er so da durch die Straßen läuft, darf er sich nicht wundern. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So ein Spinner. Einmal gehen wir nochmal zurück, denn hier haben wir auf jeden Fall eine Kiste, ein Fragment sehe ich, ein... Ja, ich weiß, ein Glitch. Ich finde, Fragment hört sich besser an. Nö. Nix da. So. Einmal darüber und dann sollte das schon passen. Habt ihr gesehen, wie der auf einmal nicht mehr weiter geradeaus gerutscht ist? Wie der quasi in der Luft gegen eine Wand gerutscht ist? Das hat man richtig gut gesehen, wie ich finde. Oh Mann. Oh Mann, das war jetzt aber nicht so gut. Das Ausführen von mehreren Angriffen nacheinander füllt die Combo-Anzeige und gibt ihnen mehr Erfahrungspunkte. Das haben wir schon herausgefunden und auch schon, ja, den ein oder anderen Profit daraus gezogen. Und bitte lass mich jetzt nicht allzu weit weg sein. Bitte, bitte, bitte. Es ist perfekt. Vollkommen in Ordnung. So. Erstmal die Kiste. Mann. Mann, Mann, Mann. Habt ihr das gesehen? Wie der einfach, als würde er gegen eine Wand knallen. Gegen eine unsichtbare Wand, die ihn dann, ja, tötet. Da habe ich jetzt keine Schuld dran gehabt. Zumindest nur indirekt. Da ist er gerade drüber geklettert wie ein alter Mann. Huh.
Da ist der Bahnhof, unser nächstes Ziel. Okay, ich dachte schon, da wären Illustrationen. Also Westminster ist ja echt ein Paradies, oder? Wenn ich überlege, mal hinten auf der anderen Seite der Themse, bei der Anstalt meinetwegen, überall Kinderarbeit, Fabriken, die Kinder, die an der Straße stehen und Zeitungen verkaufen müssen, um ihre Familie irgendwie zu versorgen, wo Kinder verantwortlich sind, dass damit die Kinder ernährt werden. London Victoria Station, ja. Viktorianisches Zeitalter. Mehr sage ich nicht. Hey! Gibt es Neuigkeiten? Nehmen Sie das! Nicht das Allerbeste, aber besser als gar nichts. Einmal rauf auf den Bahnhof. London Victoria Station, ja, ja. Ganz schön voll da drin. Beeindruckend, oder? Wir werden uns definitiv den Bahnhof auch noch ansehen, sobald wir eine Schatzkarte haben und auch die Kisten einsammeln können. Sonst ist es ein bisschen umständlich. Meine Güte. Also, man kann vielleicht sagen, dass die Handlungen nicht mehr wirklich so sind, wie man sie von Assassin's Creed gewöhnt ist, aber gegen die Gestaltung der Welt, da darf niemand was sagen. Das ist wirklich einfach traumhaft. Einfach nur der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Ich sag's ja immer wieder, auch ich würde gerne nochmal ein Assassin's Creed im Mittelalter spielen. Das bietet sich gerade an. Einmal ganz kurz, nur mal Interesse halber. Ist nicht wahr. Man kann durch die ganzen Wagen durchgehen. Was? Geht das? Notbremse ausgelöst. Ja, wie gesagt, auch ich hätte gerne nochmal ein Assassin's Creed, das wir meinetwegen sogar während der Kreuzzüge spielt, im Mittelalter. Irgendetwas sehr Historisches, in dem auch die Assassinen einen größeren Bezug einnehmen, aber dennoch kann man hier das Setting London auf keinen Fall kritisieren. Und die Präsentation auch nicht. Seht euch das mal an, Leute. Das kann man nicht kritisieren, beim besten Willen nicht. Wer das kritisiert, der hat, glaube ich, einfach keine Ahnung. Nein, man kann es natürlich kritisieren, jeder sieht es anders, aber... Seht ihr mal ehrlich, die Präsentation ist erste Klasse. Ich werde dich gerne aufsehen.
Wer ist das? Wer hat dich denn getötet? Junge, 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 wie elendig. Auf Wiedersehen. Jo. Ich glaube, das war der Teil von Westminster. Ja. Erschreckend, wie schnell wir doch vorankommen, oder? Es fehlt nicht mehr viel. Zwei Bezirke. Ich weiß ja nicht, sollen wir die wirklich noch machen? Es juckt mir natürlich schon in den Fingern. Da haben wir tatsächlich ganz London befreit, aber es ist dann so viel und so lang und ich will aber, ich will aber unbedingt, müsst ihr wissen, ich will unbedingt. Ah. Hoch da. Hoch da. Oh, meine Güte, schwere Geburt. Nehme ich mit. Meister-Assassinen-Gürtel. Jetzt finden wir aber die richtig guten Sachen. So. Weg da, weg da. So. Runter. Okay, und hier haben wir irgendwo Illustrationen. Da oben. Auch die nehme ich gerne mit. So. Dann haben wir da oben noch... ...einen Helix-Glitch. Kommen wir da dran? Das glaube ich aber eher weniger. Ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Ah, wobei... So? Der Winkel? Das sieht super aus. Perfekt. So, Ziel ist schon markiert, wie ich sehe. Nur in einer anderen Richtung. Ja, ich würde sagen, das eine Gangquartier machen wir noch, oder? Aber alles ist zu viel. Beim besten Willen, dann... Nee, das geht nicht. Nee, wir machen alles... Nee, wir machen hier einen Schnitt, Leute. Ich würde sagen, Westminster Teil 1 haben wir geschafft. Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall dann das restliche Westminster geben. Es ist ja nicht mehr viel. Es sind noch zwei Stadtviertel und dann der finale Kampf. Und dann haben wir tatsächlich ganz London befreit. Aber das heißt noch lange, lange, lange nicht, dass wir fertig sind. Denn wie ihr wisst, wartet auch noch, ja, die ein oder andere Charles Dickens, die Darwin-Mission hier. Dann haben wir hier noch eine Sympathisanten-Aufgabe. Nochmal Charles Dickens. Dann haben wir hier, was ist das? Karl Marx, Katz und Maus, um Gottes Willen. Ah, Groschenromanverbrechen, ein einfacher Fall von Mord. Auch da haben wir noch was. Also, es wartet noch einiges auf uns. Und hier haben wir auch noch was. Was ist das denn? Sympathisantenaktivität Clara O'Dea. Ja, auch das müssen wir noch machen. Aber beim nächsten Mal gibt es zuallererst die Befreiung von London, nachdem wir hier noch die Kiste mitgenommen haben. So. Und da würde ich an dieser Stelle sagen, war es das erstmal hier mit Assassin's Creed Syndicate. Wir haben große Fortschritte gemacht, Westminster zum größten Teil erobert und werden beim nächsten Mal auch noch den Rest erledigen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's hier mit Assassin's Creed und bis zum nächsten Mal.